Jerusalem hingegen wird bei seiner Belagerung durch das Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern wiedergeboren werden und an Jesus Christus glauben. Die 10 Hörner stehen stellvertretend für die neu wieder aufkommende Dekapolis. Und auch hier hat Damaskus seine Rolle, denn Damaskus war bereits 2-mal im Bund mit dieser Region. Wenn dieses Tier, nämlich Damaskus, Jerusalem belagert, haben wir einerseits genau die gleiche politische Struktur, die Jesaja 7 bereits vorzeichnet. Andererseits wird Jerusalem bei dieser Belagerung wiedergeboren werden und an Jesus Christus glauben. Auch hier haben wir wiederum den engen Bezug zu Jesaja 7 mit der Vorhersage, dass eine Jungfrau oder eine junge Frau, nämlich die Tochter Zion, schwanger werden wird und gebiert. Die an Christus gläubig gewordenen Menschen in Jerusalem werden in großer Kraft zum letzten Mal das heilbringende Evangelium Jesu Christi einer sterbenden Welt verkündigen. Sie werden sich dem Antichristen nicht anheimgeben. Sie werden keinen Bund mit ihm schließen. Sie werden ihrem Herrn Jesus Christus nachfolgen und ein Großteil von ihnen wird diese Nachfolge mit dem Tod bezahlen oder an die Griechen verkauft werden. Siehe hierzu Joel 3. Auch eine Bibelstelle, die nur so erklärt werden kann. Ein Teil von ihnen wird in der Wüste Judas überleben und lebendig entrückt werden, während das Nordreich mit dem Antichristen untergeht, wenn Jesus Christus wiederkommt, das Standbild zerschlägt und sein Reich aufrichtet. Dann kämpfen die Kinder Zions mit Christus gegen die Griechen. Siehe hierzu auch wiederum Sacharja 9. Und dann werden die Kinder Juda, die Kinder derer von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister nach Arabien verkaufen. Davon spricht Joel 4. Und ihr von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir trotzen? Wohlan trotzet ihr mir, so will ich es euch eilend und bald wieder vergelten auf euren Kopf, die ihr mein Silber und mein Gold und meine schönen Kleinode genommen und in eure Tempel gebracht habt. Dazu auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft habt, den Griechen. Auf dass er sie ja fern von ihren Grenzen brächtet. Also hier werden auch wiederum die Griechen erwähnt, die in der Endzeit wieder aufkommen sollen, stellvertretend durch die Stadt Damaskus, die ja von den Griechen abstammt, wie wir oben gezeigt haben. Siehe, ich will sie erwecken aus dem Ort, dahin ihr sie verkauft habt, und will es euch vergelten auf euren Kopf, und will eure Söhne und eure Töchter wiederum verkaufen durch die Kinder Juda. Wie sollen sie denen im Reich Arabien, einem Volk in fernen Landen, verkaufen? Denn der Herr hat's geredet. Das ist es also, was das Standbild uns zeigt. Daniel sagt nicht, wie manche behaupten, dass ein Teil der 10 aus Ton und ein anderer Teil der 10 aus Eisen seien, sondern er sagt, dass Eisen und Ton miteinander vermischt und vermengt sind und dass, so wie Eisen und Ton sich nicht mischen lassen, dieses Reich zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein wird. Stark, weil es zum Teil aus Eisen ist, aus den Neodiadochen, und schwach, weil es aus dem abgefallenen Israel, dem Ton, besteht. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt hierzu auf Seite 129, die Bedeutung des aramäischen Wortes für Ton bedeutet Schmutz, Dreck und im Hebräischen sogar Kot, ein weiches, schmutziges Material. Das ist leider eine sehr treffende Beschreibung für das von Gott abgefallene und dem Antichristen und seinem Propheten anhängende nördliche Israel in der Endzeit. Aber dann kommt Christus wieder, der Stein. Er ist nicht zu formen wie Töpferton. Er wird ohne Hände vom Berg, vom Reich Gottes, von Gott selbst herabgerissen, schlägt das Standbild an seine Füße, zerstört so das ganze Standbild und richtet sein ewiges Reich auf. Er wird selbst zu einem Berg, der die ganze Welt erfüllt. Das ist meiner Meinung nach ein mehr als erstaunliches Ergebnis. Aber es entspricht dem Text und es wurde versucht, dies am Text der Bibel herzuleiten, ohne außerbiblische Quellen heranzuziehen. Außerdem scheint es so, als ob sich die Aussagen über die Teilung Israels einerseits und die Auslegung zu den Füßen des Standbilds aus Eisen und Ton und deren Vermischung gegenseitig geradezu bekräftigen und plausibilisieren. Denn eine Vermischung des Ton mit dem Eisen ist nur möglich, wenn sich zumindest ein Teil Israels mit den Neoseleukiden, also mit dem Antichristen, verbündet. Das Verständnis darüber, dass der Ton im Standbild für das abgefallene Israel steht, erschreckt vielleicht den einen oder anderen, dann erstaunt es. Dann weckt es zum Nachdenken an und schließlich, wenn man den biblischen Befund genau betrachtet, kann man nicht anders als dem zuzustimmen. Damit muss man aber gleichzeitig akzeptieren, dass Israel auseinanderbricht. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Abhandlung angelangt. Die Erkenntnis über den Ton im Standbild ist der Schlüssel,
und gleichzeitig Anfangs- und Endpunkt für die verwirrend neue Tatsache, dass Israel noch vor der 70. Jahrwoche auseinanderbrechen wird und sich eine Struktur ergibt, die wir aus dem Alten Testament bestens kennen, die Teilung Israels in ein Nordreich und ein Südreich. Zudem können wir festhalten, dass es in der Bibel mindestens schon einmal eine politische Struktur in der Geschichte Israels gab, bei der Eisen und Ton miteinander vermischt waren. Und das war im Syro-Ephraimitischen Krieg, den wir schon beschrieben haben. Zur Zeit des Königs Ahas wurden Juda und Jerusalem von Syrien und Ephraim angegriffen. Syrien steht für Eisen und Ephraim für den Ton. Das ist meines Erachtens keine schlechte Basis für die hier gezeigte Argumentation, denn sie schöpft aus dem Alten Testament. Das, was wir hier also erarbeitet haben, hat bereits seinen Niederschlag in Jesaja 7 gefunden. Es ist also für die Bibel nichts wirklich Neues, sondern es wird sich in der Endzeit lediglich das wiederholen, was bereits im Alten Testament geschrieben steht.